Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von EdgeTX Weekly. Diesmal lasse ich explizit das OpenTX weg, weil es wirklich nur um EdgeTX geht. Und wie ihr seht, ich habe mal hier meine X12S ausgepackt. Normalerweise mache ich da ja keine Videos mit, aber es gibt eine kleine Besonderheit und deswegen gibt es heute mal diese Anlage. Ich starte die kurz mal. So, dann warten wir mal, bis der die Helligkeit eingeregelt hat. Ja, gut. Und vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie man es am besten schauen kann. Ja, ich tippe einfach mal hier oben drauf und ihr seht, das funktioniert. Die Touch-Buttons gehen auch. Ja, was ist das Ganze? Könnt ihr euch leicht denken, nun, das ist die X12S ausgestattet mit einem Touchscreen. Das heißt, ich habe das Display ausgetauscht hier. Das ist physikalisch genauso groß wie bei der RadioMaster TX16S. Also man kann das Display der RadioMaster hier in die X12S hineinsetzen. Es passt nicht so ganz. Man muss da so kleine Modifikationen, also es passt von der Dicke her nicht ganz. Das ist aber eine kleine Modifikation und man muss natürlich dann nicht nur das Display anschließen, was mit demselben Verbinder funktioniert, sondern auch den Touch-Controller. Dazu muss man natürlich selber ein bisschen was löten an der X12S, aber Gott sei Dank ist es so, dass man mit einer kleinen Softwareänderung für HTX auch die nötigen Anschlüsse auf gut erreichbare Pins führen kann, sodass das Einbauen oder Anschließen des Touch-Controllers keine große Aktion ist für diejenigen, die dann auch löten können. Ja, also ich finde das ganz cool, dass das hier also auch funktioniert. Also zur Bedienung brauche ich ja nichts zu sagen. Das ist genauso wie bei zur Bedienung muss ich nicht viel sagen. Das ist natürlich genauso wie bei der RadioMaster. Das Display ist ja auch dasselbe. Kleine Softwareänderung in EdgeTX, wie gesagt, und eben den Hardware-Einbau. Und für den ganzen Einbau werde ich nochmal entsprechendes Video machen, wo das dann beschrieben ist und auch eine entsprechende schriftliche Dokumentation. Aber im ersten Ansatz funktioniert es schon mal und das ist, wie gesagt, finde ich eine ganz tolle Sache. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.